13.505 Punkte, das ist der neue Rekord im DAX. Schönen guten Morgen hier aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart. Kurz nach 9:30 war es gewesen, als der DAX diese runde Marke von 13.500 Punkten genommen hat. Das heißt, dieser kleine Rücksetzer am Donnerstag, dieses Durchschnaufen hat sich gelohnt. Mit entsprechender Zuversicht gehen die Anleger an den letzten Handelstag in dieser Woche. Was heute noch wichtig ist, ist der amerikanische Arbeitsmarktbericht. 13.30 Uhr heute Nachmittag, dann wir erwarten etwa 310.000 neu geschaffene Stellen. Nach einem Rücksetzer von über 30.000 im vergangenen Monat. Anleger sind auch relativ zuversichtlich und erleichtert, dass jetzt der Nachfolger von Janet Yellen als Chef der amerikanischen Notenbank Fed feststeht. Jerome Powell soll es dann sein. Das hat er sich ja auch so ein bisschen zugespitzt und verdichtet. Powell steht für Kontinuität in der Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Wichtig heute noch. Viele Zahlen, zum Beispiel die von Apple werden wir uns gleich anschauen. Schauen wir uns noch die Vorgabenseite an. Recht positiv beim Dow Jones, S&P 500, Nasdaq unbewegt. In Tokio gab es einen Feiertag, also von dort keine Vorgaben. China ein kleines Minus von 0,8%. Und jetzt schauen wir uns die wichtigsten Meldungen des Tages an. Und da kommen wir, wie angekündigt, zu den Zahlen von Apple. Und Apple setzt ja auf ein knackiges Weihnachtsgeschäft, das neue iPhone 10. Die Vorbestellungen laufen gut. Heute soll es dann auch zu bekommen sein. Und zwar zu einem ja, fast unglaublichen Preis von 1.149 €. Das ist das teuerste iPhone, was es je gab. Und die Freunde von Apple lassen sich auch durch den hohen Preis nicht abschrecken. Der Umsatz im Weihnachtsquartal zwischen 84 und 87 Milliarden Dollar. Die Latte liegt hoch, aber Apple sagt, da kommen wir locker drüber. Im vergangenen Weihnachtsquartal hatte man über 77 Millionen iPhones verkauft. Kommt auch gut an bei den Apple-Anlegern. Im nachbörslichen Handel hat die Apple-Aktie kräftig angezogen, 3,4%. Wir sehen auch hier ein neues Rekordhoch. Und das ist interessant, die Marktkapitalisierung von Apple jetzt 868 Milliarden Dollar. Die Billion Dollar soll durchaus möglich sein. Apple, das teuerste Unternehmen der Welt. Kurz zum Vergleich, Samsung Electronics mit 350 Milliarden, ja fast schon zum Schnäppchenpreis. Google kommt auf 720 Milliarden. Und dann haben wir noch ganz schnell Evonik, der Spezialchemiekonzern. Hier will man auf die Kostenbremse treten. Man will auf lange Sicht dauerhaft 200 Millionen Euro pro Jahr sparen. Soll schon im nächsten Jahr losgehen mit 50 Millionen Euro. Kurz die Zahlen, operativer Gewinn und Umsatz hat man hier leicht gesteigert. Etwas besser, als die Analysten erwartet hatten. Ja, dann schauen wir noch ganz kurz auf die Zahlen des Tages. Der DAX, wie gesagt, schon positiv gestartet, legt da noch eine Schippe drauf. Dow Jones im Plus, Euro etwas unter Druck und der Goldpreis ebenfalls mit leicht roten Vorzeichen. Guten Freitag wünsche ich.